Willkommen zu unserem Video Grundlagen der Elektrotechnik aus der BVB Elektro. Heute geht es um Einheiten und Formelzeichen aus der Elektrotechnik. So, da sind wir wieder zurück. Als Übersicht habe ich euch eine Tabelle angezeichnet. Diese werden wir jetzt dann gemeinsam füllen mit den Formelzeichen, mit den Einheitszeichen. Im Anschluss bekommt ihr ein Arbeitsblatt, welches ihr dann selbstständig zu Hause in der Hausaufgabe in Home Learning ausfüllen müsst. So, beginnen wollen wir mit der elektrischen Spannung. Also, ich schreibe rein Spannung. Die elektrische Spannung ist nichts weiter, mit wie viel Druck sich die Elektronen durch die Leiterbahn pressen. Die Spannung wird gemessen in V für Volt. Das Formelzeichen ist U. Einheit V, Volt, Formelzeichen U. Kann man sich gleich merken, Eselsbrücke, Spannung. Da kommt das U drin vor. Ja. Dann machen wir weiter mit dem elektrischen Strom. Das ist der Kollege, der hier durchkriegt. Strom ist die Einheit A, steht für Ampere. Ampere geschrieben, weil es eigentlich Franzose war, Ampere. Und Formelzeichen ist das große I. Also das ist der Kollege, der hier durchkriegt. Und hier oben ist noch jemand drauf mit dem grünen Jäckchen. Das ist der Kollege Widerstand. Widerstand, Einheit wird in Ohm gemessen, nach dem Herrn Simon Ohm. Das Formelzeichen für den Widerstand ist R. Und gemessen wird das Ganze in Ohm. Können sich wieder ganz leicht merken, Eselsbrücke, wie der Stand R. Ja? Somit teilen wir U, I und R. U für die Spannung, I für die Stromstärke und R für den elektrischen Widerstand. Diese Tabelle könnt ihr eintragen, bekommt ihr als Arbeitsblatt, selbstständig eintragen. Gut merken, weil das ist die Grundlage für unser nächstes Video, worum es geht dann zum Thema das Ohmsche Gesetz.